Ich glaube, das ist der schlimmste Adventskalender, den ich jemals gesehen habe, oder? Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir den Smile Cosmetic Adventskalender für 24,99 € und ich weiß nicht, was das werden soll, aber ich bin nicht bereit dafür und ich glaube, ihr seid es auch nicht. Ich teste für euch dieses Jahr einige Beauty-Adventskalender. Nicht alle, nur selektiv die, die ich selber auch ein bisschen spannend finde. Und ich habe mir vorab, wie bei allen, nicht angeschaut, was da drin ist, damit ich auch so eine kleine Überraschung habe und damit meine Emotionen die Waren sind. Und heute testen wir den von Smile Cosmetics. Ich habe ehrlich gesagt noch nie was von der Marke gesehen, außer einmal, glaube ich, so ein Schminkkoffer-Ding bei Douglas oder so. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Die Verpackung sieht wirklich ganz süß aus. Ich mag so ein bisschen diese Vintage-weihnachtlichen Designs. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen klassischer aus. Es sieht nicht so unordentlich aus. Ich mag es ja eh, wenn es ein bisschen reduzierter ist. Der hat 24,99 € gekostet mit 24 Türchen und ist vegan. Das klingt spannend. Wir machen das Ganze einmal auf. Du hast hier vorne diese Pappe, die du abmachen kannst und hast dann hier drin nochmal diese kleinen Türchen. Ich finde, die Größe ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kommt so ein bisschen drauf an, was da am Ende drin ist. Ist natürlich auch immer die Frage, für wen ist so ein Adventskalender? Ich finde, 24 €, ein Beauty 24 € Adventskalender ist jetzt nicht so günstig, muss ich sagen. Ich gehe natürlich sehr willkürlich wieder durch die Türchen durch, außer bei zwei Zahlen, da sage ich euch, welche das sind, weil das sind mir für mich die wichtigsten. Das ist einmal Nikolaus und einmal mein Geburtstag. Und ich glaube, wir starten auch mit meinem Geburtstag und das ist die 14. Das hat sich irgendwie, seitdem ich ein Kind bin, fand ich das immer die wichtigsten Türchen. Wir haben ein recht kleines Türchen hier. Fühlt sich an, als wäre da gar nichts drin. Wir haben kleine Nagelsticker. Ich verstehe Nagelsticker in Adventskalender nicht. Ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen sind das ja nicht mal viele, sondern das sind 3, 6, sind vielleicht 15 Stück. Kannst du genau dreimal benutzen und dann ist das Ding leer. Und das sind jetzt auch nicht so besonders schöne Motive. Bin ich ehrlich, ich finde Nagelsticker ganz, 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 ganz unverschämt als Adventskalendertürchen, wenn es nur so Nagelsticker drin ist. Aber wir schauen einfach mal weiter. Und das an meinem Geburtstag. Frechheit. Hier ist ein bisschen was Schwereres drin. Was ist das? Wir haben ein kleines Töpfchen Lipgloss, beziehungsweise so ein Lippenbalsam. Lipgloss Cream soll das sein. Riecht nach nichts. Ich benutze es jetzt natürlich auch nicht, denn alle Inhalte der Adventskalender verlose ich an euch im Dezember. Also folgt mir unbedingt, damit ihr das nicht verpasst. Okay, wir haben dekoratives Produkt hier mit drin. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Gramm hier mit drin sind. Wird nicht viel sein, aber es ist ein bisschen Make-up. Machen wir mal ein großes Türchen auf. Ich bin sehr gespannt. Ich darf natürlich immer nicht vergessen, welcher Adventskalender teste ich, wie teuer war der Adventskalender. Aber er wirkte jetzt auch nicht wie so ein Kinder-Adventskalender. Ich finde Kinder-Make-up eh schwierig. Deswegen schauen wir mal, was da drin ist. Ich meine, dass Smile Cosmetics auch eher so eine random Brand ist. Also ich habe noch nie wirklich was von der Firma gehört. Ich glaube, das sind einfach so deren Fokus ist es, günstige Produkte rauszubringen in Masse. Oh, das sieht aus wie eine Palette. Eine Lidschattenpalette mit 6 verschiedenen Farben. Ist auch kleiner als gedacht, aber ist okay. Okay, wir haben eine Lidschattenpalette und ein Lipgloss. Nee. Nee. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Seht ihr das? Das ist so ein Pinsel. Die liegen meistens, warum auch immer, liegen die in so Blushes drin von Dior oder so. So ein kleiner Mini-Pinsel, um den Blush aufzutragen. Sag mal, was hast du denn für ein Gesicht? Ein Barbie-Gesicht? Dieses Ding. Sekunde. Ich gucke mal, was dieses Ding im Großhandel kostet. Also ich finde hier schon verschiedene 25 Cent, 16 Cent bei einer Mindestbestellmenge von 2 Stück. Und wenn du 1000 bestellst, dann kostet der wahrscheinlich nur noch 6 Cent. Ja, okay, also, weiß ich, nee. Also, ich finde das schon immer, ich finde es wirklich albern bei so High-End-Produkten, ne? Weiß ich nicht, wenn du so eine Dior-Palette kaufst. Hier, die, das ist eigentlich ein Blush, da war auch so ein Pinsel mit drin. Das ist natürlich Müll, ist wirklich Müll, dann mach doch lieber das Fännchen größer und spar dir die 26 Cent. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das benutzt. Kommt definitiv auf den Miesstapel. Nein! Ich dachte, es kann nicht schlimmer werden. Ist es noch schlimmer geworden? Was soll das sein? Was soll das sein? Ist es ein Eyeliner-Pinsel? Was möchtest du damit ausblenden? Und warum liegt das als einzelnes Türchen da drin?
Wenn ich am 3., ich weiß eh, niemand kauft sich den von euch, bitte. Wenn ich am 3., ich freue mich langsam auf Weihnachten und dann packe ich das hier aus. Das ist der einzige Adventskalender, den ich habe. Unverschämt. Unverschämt. Nee, also wisst ihr, ich glaube mittlerweile, ich weiß, Adventskalender ist eine gute Möglichkeit. Es gibt, müssen wir kurz drüber reden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man Adventskalender machen möchte. Entweder man macht Adventskalender, um mit Firmen zusammenzuarbeiten, um einfach die Bindung zwischen Person, Firma und den Marken so ein bisschen voraus oder ein bisschen voranzubringen. Oder du machst als Marke Produkte rein, die du recht günstig in recht hoher Stückzahl schnell produzieren kannst. Oder du machst so einen bunten Adventskalender, wo einfach Produkte reinkommen, die in den letzten Jahren einfach nicht so gut performt haben, dass man die einfach aus dem Lager kriegt. Aber das hier hat jemand extra gekauft für diesen Adventskalender für einen Cent. Ihr müsst euch mal überlegen, die Arbeitskraft, die es gekostet hat von einer Person, dieses Ding in dieses Päckchen hier zu machen, war teurer als das Produkt. Gott sei Dank haben wir noch einen weiteren Lipgloss-Cream-Balsam in Sternchenform. Sieht süß aus. Okay, wir haben 3 Make-up-Produkte und 3 Müllprodukte. Hier ist ein sehr schweres Türchen mit drin. Oh, wisst ihr, warum ich das so wütend macht? Es tut mir total leid, dass ich dann so ein, gebe ich dann einen schlechten Vibe. Aber wisst ihr, ich kaufe das, das ist mein Job. 25 Euro, ich kann daraus ein Video machen. Die 25 Euro verdiene ich wieder mit dem Video so ungefähr. Aber wenn ich mir überlege, dass jemand, der vielleicht wirklich gespart hat, um seinem Kind oder sich selbst einen kleinen Adventskalender zu kaufen und sagt, ey, 25 Euro, ich kaufe den und dann kaufst du das. Nee, das geht einfach nicht in meinen Kopf. Und das klingt doch schon mal ganz gut. Wir haben hier einen kleinen Nagellack. Okay, farblich passt das auch irgendwie ganz gut. Ich suche jetzt auch mal was Schönes. Farblich passt das auch ganz gut, so ein bisschen zu dem Lipgloss. Ist alles so ein bisschen bäriger. Und, achso, weil ich ja wirklich hoffe, dass niemand sich den von euch kauft. Die 1 ist natürlich auch so ein Türchen, die muss knallen, ne? Da musste gehypt werden für den Adventskalender des Jahres. Okay, ja, da haben wir eine Lidschattenpalette und die gefällt mir tatsächlich wirklich farblich ziemlich gut. Wir haben so ein bisschen was Blaues, ein bisschen was Silbernes und Rosa. Sogar ein matter Ton ist mit drin, ist der erste matte Ton hier. Die anderen sind alle schimmrig. Oh, noch einen weiteren Lipgloss, aber das finde ich okay. Das ist ein Lipgloss, den kann man mal gut in die Handtasche stecken, egal ob der Rest des Adventskalenders gut ist oder nicht. Den einfach in die Handtasche, der ist klein, der ist praktisch, der nimmt keinen Platz weg. Wir haben noch einen weiteren Lipgloss und die Farbe gefällt mir tatsächlich noch ein Stückchen besser. Ein bisschen Schimmer mit drin. Sieht ähnlich aus wie der Nagellack. Oh, jetzt ist ja hier fast Weihnachten. Also ist nicht Weihnachten, aber der sieht toll aus. Der sieht wirklich, wirklich schön aus. Das ist ein Blush. Ja, Blush kann man mit Sicherheit auch gut als Lidschatten benutzen. Ist ein schimmernder Blush, aber die Farbe ist toll. Also, ich muss ja auch mal löblich erwähnen, dass die Farben an den dekorativen Produkten gut zusammenpassen. Ich könnte wetten, hier ist ein Anspitzer drin. Hier ist ein Anspitzer drin. 4 Cent. Oh, da habe ich sogar einen gefunden für 2 Cent. Also, das war schon schlimm. Das war noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Diese Schwämmchen-Applikatoren. Ich sag dazu jetzt einfach nichts mehr. Freuen wir uns über einen weiteren Lipgloss-Cream, diesmal in Herzchenform. Das heißt, wir haben 3 Stück in 3 verschiedenen Farben. Okay. Oh, freuen wir uns darüber. Ja, freuen wir uns. Das ist ein Augenstift, so ein Kajalstift. Da muss ich sagen, die darf man nicht unterschätzen. Mein absolut Liebster, den kennt ihr ja mittlerweile, ist dieser hier von Action, ne? Damit, also den nutze ich immer so ein bisschen als Concealer. Liebe ich sehr. Deswegen, die darf man nicht unterschätzen. Ist auch eine sehr schöne Farbe. Passt auch gut zu der Lidschattenpalette, würde ich sagen. Nummer 2. Jegliche Emotion verlässt meinen Körper. Aber wenigstens eine gebrandete Nagelfeile für unterwegs. Also ich muss sagen, eine Nagelfeile pro Jahr verkrafte ich. Das ist der zweite Adventskalender, den ich auspacke dieses Jahr mit der ersten Nagelfeile. Es darf jetzt nicht mehr Nagelfeile kommen. Ein großes Türchen. Was ist das? Also ich weiß, was es ist. Das ist ein Zehentrenner. Aber für ein Zeh? Was habe ich denn davon, wenn ich ein Zeh trenne? Wie lange willst du denn da die Füße lackieren?
Der Fußtrenner war in Türchen 10. Ich mache jetzt hier gerade als nächstes Türchen 9 auf. Noch einer. Super, dann kannst du dir am 11. die Füße mit deinem Nagellack lackieren. Der ist aber nicht im 12. drin, sondern am 12. hast du einen weiteren Blush. Oh, wir haben schon Heiligabend ausgepackt und ich wüsste jetzt nicht, was da drin gewesen sein soll. Wir haben einen Spiegel. Ich persönlich finde den jetzt gar nicht so schlecht, weil ich tatsächlich so einen länglichen Spiegel nicht habe. Ich habe meistens so runde und ich mag diese länglichen eigentlich lieber für unterwegs. Deswegen den hebe ich mal auf. Also dafür hat sich der Adventskalender schon gelohnt, würde ich sagen. Wir haben einen Lip Liner. Okay, auch eine schöne Farbe, so ein bisschen Burgunderrot. Ich zeige euch das jetzt auch nicht im Nahen, wirklich. Also wir haben einen, das ist eine schöne Farbe. Ein Eye-Pencil in Braun, aber das ist ein sehr, sehr schönes Braun. So ein richtig schönes, warmes Braun. Und wir haben das letzte Türchen. Einen schönen Nagellack. Ehrliche Meinung, ich glaube, das könnt ihr euch denken, absolute Ressourcenverschwendung an Kunststoff, an Kerosin, um das aus China zu importieren. Und Arbeitskraft, meiner Meinung nach. Also, vielleicht für eine 40... Das ist halt so ein bisschen so ein persönliches Ding. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Tochter, 14, die möchte sich jetzt schminken, will so einen Beauty-Adventskalender haben, würde ich ihr den kaufen? Wahrscheinlich wäre das noch okay, wobei eigentlich auch nicht. Dann kaufe ich ihr lieber einen guten Nagellack und einen guten Lipgloss als irgendwie so ein Mist. Oder? Ist schwierig, weil ich da eh so ein bisschen... Also ich würde auch nicht wollen, dass meine Tochter sowas benutzt. Aber nee... Weiß ich jetzt nicht. Abgesehen davon, dass wir haben ein bisschen Make-up drin. Ne? Wir haben 2 Blushes, wir haben 3 Lippenpflegebalsams, wir haben 2 Lipglosse, wir haben ein bisschen was für die Augen und 2 Nagellacke und dann halt diese Filler-Produkte. Aber, also, ich weiß ja, wie ich kenne die Preise für den Großhandel, gerade bei diesen wirklich billig Make-up-Produkten aus China. Ne? Da liegen wir im Cent-Bereich. Da liegen wir wirklich im Cent-Bereich und dann auch noch diese, also 4 von diesen Mist-Applikatoren, das ist einfach Plastikverschwendung. Nee, gefällt mir leider wirklich gar nicht. Hätte der 14 Euro gekostet, hätte ich, glaube ich, nicht so reagiert. Aber für 24,99 Euro ist das meiner Meinung nach frech. Das ist ja fast ein Euro pro Türchen. Ist es nicht wert? Ist es einfach nicht wert? Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich würde euch bitten, den nicht zu kaufen. Auch wenn ihr, ich suche euch gerne noch einen günstigen Adventskalender raus. Ich habe ja hier einige noch stehen, die ungefähr im selben Preissegment sind. Aber den kann ich euch nicht empfehlen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber wenn es um euer Geld geht und ich merke, dass man einfach verarscht wird, dann mache ich da nicht mit. Dann mache ich da einfach nicht mit. Bis zum nächsten Mal.